Herzlich willkommen zu meinem Erklärvideo aus der Reihe Geschichte kurz und einfach erklärt. Heute geht es um das Kapitel Das Zeitalter der Aufklärung im Zusammenhang mit dem Thema Neuzeit. Wie immer findest du in der Videobeschreibung Hinweise, wo du den Text bzw. das Skriptum zum Video und Übungsmaterialien finden kannst. Da du das Video auch anhalten, neu starten oder zurückspielen kannst, wirst du ganz nach deinem eigenen Tempo die Inhalte sicher gut verstehen können. Das Zeitalter der Aufklärung. Die Zeit zwischen ungefähr 1650 und 1800 in Europa wird auch als Zeitalter der Aufklärung bezeichnet. Angesichts der zahlreichen Entdeckungen, Erfindungen und Fortschritte in den unterschiedlichsten Bereichen vertraten zunehmend mehr Menschen eine zukunftsoptimistische Auffassung, man könne mit Hilfe des menschlichen Verstandes technische, wirtschaftliche und soziale Fortschritte erzielen, alte Vorurteile überwinden und neue, bessere Gesellschaften und Staaten errichten. Die moderne Demokratie ist wesentlich beeinflusst von den politischen Ideen der Aufklärung, wie der Anspruch auf Menschenrechte, politische Mitbestimmung und Gleichbehandlung vor dem Gesetz. Heute gilt die in lateinischer Sprache formulierte Forderung des deutschen Philosophen Immanuel Kants, sapere aude, also übersetzt bedeutet das, habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen, als eine für diese Zeit typische Aussage und steht für den zunehmenden Glauben an die Vernunft. Die Aufklärung wird auch als Zeitalter der Vernunft bezeichnet. Für Immanuel Kant ist die Aufklärung der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Wenn Menschen sich nicht bemühen, eine eigene Meinung zu entwickeln, sondern immer nur in der Art denken und sich verhalten, wie es andere von ihnen erwarten, sind sie selbstverschuldet unmündig. Kant forderte von den Menschen das Selbstdenken ein. Jene Menschen, die angesichts der Ideen der Aufklärung in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts erkannten, dass Veränderungen in den von ihnen beherrschten Staaten notwendig sein werden, werden als Herrscher des aufgeklärten Absolutismus bezeichnet. Der Preußenkönig Friedrich II., sogenannte Friedrich der Große, und der Habsburger Kaiser Joseph II., das war ein Sohn von Maria Theresia, gelten als Vertreter des aufgeklärten Absolutismus. Diese Herrscher entschieden in ihrem Staat absolutistisch, also allein und undemokratisch, und versuchten dabei aber möglichst vernünftig zu handeln. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Im nächsten Video geht es dann um das Thema die erste und zweite industrielle Revolution.